Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid zu diesem neuen Unboxing von der My Little Box im März 2019. Diesmal kommt sie in einem wunderbar anderen Design daher, sehr erfrischend, besonders da auch Zitronen drauf abgebildet sind. Ich freue mich jetzt sehr drauf, die gemeinsam mit euch auszupacken. Alles Wissenswerte zu dieser Beauty-Abo-Box findet ihr wie immer bei mir unten in den Infos. Schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Also die Box ist wirklich mal ein ganz spezielles Design mit Achtecken und Zitronen drauf. Und ich bin jetzt wirklich ganz gespannt. Hier geht es auf. Haben wir den ersten Blick in die Box und es leuchtet uns gelb und blau an. Sehr erfrischend auf alle Fälle. Das lässt nach Frühling grüßen. Und in dieser Box ist jetzt eine transparente Tasche drin und in der sind die ganzen Produkte von der My Little Box. So, dann schauen wir mal, was wir da so alles Schönes drin finden. Als erstes habe ich hier ein Zettelchen. Da steht ein kleiner Text drauf. More Sun, More Lemon, More Yellow, More Joy. Na, das klingt doch sehr lebensfroh. Diese Box trägt alle Farben unserer liebsten Muntermacher. Zitronengelb, knalliges Orange und Grapefruit Pink. Schon ein paar bunte Farbtupfer reichen, um dich durch den grauen Winter zu bringen. Versprochen. Das ist genau das, was ich an der My Little Box so sehr liebe. Und zwar diese Liebe zum Detail. Das finde ich total schön. Dieses Zettelchen stimmt wunderbar auf die Box ein und jetzt freue ich mich auf die einzelnen Produkte. Das erste, was ich gegriffen habe, ist von Dr. Botanicals ein LM Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. So sieht das Schächtelchen dazu aus. In dem passenden Gelbton, wie das Thema Lemon und so weiter schon vermuten lässt. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, was da drin ist. Auf alle Fälle ist es vegan, tierversuchsfrei und zu 96% natürlich mit natürlichen Inhaltsstoffen. Okay, hier steht's. Es ist ein Mehrzweckbalsam. Den kann man als Feuchtigkeitscreme anwenden. Dazu soll man eine kleine Menge von dem Balsam zwischen den Fingern reiben und auf das Gesicht auftragen, einmassieren, bis es eingezogen ist. Oder als Behandlung für trockene oder rissige Stellen auf Lippen, Ellenbogen, Fersen und so weiter verwenden. Das klingt doch sehr vielseitig. Ich glaube, gerade jetzt am Ende des Winters, wo unsere Haut besonders geschädigt ist, kann man das wirklich sehr gut gebrauchen. Das ist jetzt noch die Tube dazu in einem leuchtenden Gelb. Sie ist nicht verschweißt, da können wir die mal ausprobieren. Also es hat so eine weiß-gelbliche Farbe, die Creme oder der Balsam besser gesagt. Es fühlt sich sehr reichhaltig an auf alle Fälle. Also ich denke, für trockene Haut wirklich sehr gut geeignet. Zieht aber richtig schön schnell ein und hat einen leicht zitrischen Duft. Sehr passend. Prima, freue ich mich. Das nächste, was ich rausgegriffen habe, ist dieses Produkt hier. Das sieht auf den ersten Blick aus wie ein Lippenpflegestift. Das ist von der My Little Box Eigenmarke selbst und zwar My Little Beauty. Und hier steht Vitamin Pink drauf. Ich mache den mal auf. Und hier, das sieht wirklich aus wie ein Lippenpflegestift, aber hier steht drauf, dass es ein Magic Cheek Stick ist. Und das muss ich jetzt doch einmal hier auf diesem Kärtchen nachlesen, was da daneben lag.
Also ein Vitamin Pink, dein Rouge für einen frischen Ton, okay. Diese gelbe Geheimwaffe mit Wunderbaumöl, Bienenwachs, Olivenbutter und Schimmer verpasst dir im Nu einen strahlenden Ton. Trage ein paar Tupfer von dem Rouge auf deine Wangen auf. Nach ein paar Sekunden passt es sich an den pH-Wert deiner Haut an und sorgt so für einen rosigen Ton, der haargenau auf deinen Typ abgestimmt ist. Na, das probieren wir doch mal aus. Ich mache das jetzt nicht im Gesicht, da habe ich Rouge. Aber ich trage es mir mal hier auf dem Handrücken auf. Mal gucken, ob sich da was tut. Oh, seht ihr das? Also es nimmt wirklich eine Farbe an. Also wenn ich mir das direkt angucke, es ist so ein schöner zartrosa Ton. Hier sieht es jetzt in der Kamera einfach nur so ein bisschen gerötet aus, aber für die Wangen vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist ja mal spannend. Habe ich noch nicht gehabt in der Art. Und vielleicht ist das was Schönes, wenn man so einen Tag hat, wo man kein Make-up großartig tragen will, wo man sich das alternativ drauf machen kann. Spannend auf alle Fälle, werde ich testen. Das nächste Produkt, was ich gegriffen habe, ist dieses Döschen. Es sieht auf den ersten Blick aus wie so ein Cremedöschen, aber da klappert irgendwas drin. Wir machen das jetzt einfach mal auf. Drehen muss man. Ah, okay. Also. Richtig cool. In diesem Döschen sind zwei Gel-Augenpads drin, die man sich in den Kühlschrank legen kann und dann am Morgen, wenn man geschwollene Augen hat, auf die Glubschis packen kann. Finde ich super cool, habe ich noch nicht. Und die brauche ich auf alle Fälle für meine Äuglein. Ich freue mich sehr darüber. Als nächstes habe ich in dem Beutelchen etwas dekorative Kosmetik gefunden, und zwar dieses Produkt hier. Das ist von Art Deco eine Mascara. All-in-One Mascara soll Volumen geben und lange anhalten oder lange halten. So schaut das Bürstchen aus, finde ich sehr schön. Hat einen leichten Geruch, aber ich. Mascara stinken ja oftmals gerne. Die nur ganz dezent stinkig, das ist ertragbar. Werde ich gerne nutzen und freue ich mich auch drüber. Das allerletzte in dem Beutel ist dieses Schächtelchen und es sieht so ein bisschen von der Form aus wie die große Umverpackung von der gesamten My Little Box. Wir machen das natürlich auch einmal auf. Und das passt natürlich komplett zu dem Thema der Box Zitrone. Eine kleine Zitruspresse. Die ist aus Keramik, also sehr hochwertig und in einem wirklich ganz einmaligen Design mit diesen gelben und blauen Sprenkeln. Die finde ich richtig süß. Ich habe zwar eine, aber ich glaube, die werde ich ersetzen, denn die, die ich habe, ist so ein olles, langweiliges 0815 Plasteding. Das wird jetzt einfach meine neue sein. Dieses Beutelchen ist jetzt leider schon wieder leer. An sich ist diese Tasche natürlich Geschmackssache. Meinen trifft sie leider nicht ganz. Sie ist mir einfach zu quietschig, mit den Zitronen und dem leuchtenden Gelb, aber doch sehr originell. Und ich weiß schon jemand, der sich darüber sehr freuen wird, nämlich mein lieber Sohn, der ist 6 Jahre alt. Sei ganz lieb gegrüßt, mein Schatz, ich hab dich lieb. Hier darfst du gerne deine Spielsachen reinmachen, die du in Zukunft mit zum Strand nehmen möchtest. Ja, meine Lieben, das war's leider schon wieder. Alles haben wir ausgepackt. Mir gefällt alles. Ich kann mit jedem Produkt etwas anfangen, bis auf die Tasche. Aber auch da habe ich einen sehr dankbaren Abnehmer für. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat, was ihr vielleicht nicht so spannend fandet. Wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich blende euch das mal hier ein. Meinen letzten Upload zeige ich euch mal hier oben. Also, wenn ihr Bock habt, schaut auch da gerne mal rein. Und hier unten mache ich euch mal noch eine Playlist von einer meiner liebsten Abo-Boxen mit hin. Vielen Dank fürs Zusehen.
Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, eure Nicole.